liebe Schwestern und Brüder aus unserem Pastoralverbund. Schön, dass Sie auch heute wieder zugeschaltet haben. Heute ist Sonntag, der 9. August, und es ist der letzte Sonntag vor Beginn der Schulzeit. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle an alle Jugendlichen und Kinder wenden. Und ich wünsche euch eine gutes neues Schuljahr. Wir werden in der kommenden Woche ja sehr viele Schulgottesdienste miteinander feiern. Wenn Sie ein Kind haben oder ein Enkelkind, bitte ich Sie besonders, für Ihr Kind zu beten. Denn das begleitende Gebet in dieser Schulzeit als Vater, Mutter, Großmutter oder Großvater bewirkt, dass Ihr Kind oder Enkelkind unter den Segen Gottes gestellt wird. Wir wollen heute in diesem Wort für die Woche einen Mann kennenlernen, der ein großer Prophet gewesen ist. Er heißt Elia, möglicherweise der größte und eindrucksvollste Prophet des Alten Bundes. Er wird von Gott gerufen und soll sich vor die Höhle stellen, in der er nächtigen wollte, um auf Gott zu warten. Und dann geschieht Folgendes. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und den Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war auch nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Also Gott ist hier im leisen Säuseln. Und wenn wir jetzt in die nächste Woche starten, lade ich Sie ein, zu hören, wo in den stillen, unspektakulären Momenten Gott ihnen entgegentritt und Gott sie ruft. Gott in diesen Dingen sehen, die man gerne übersieht oder überhört. Mit diesem Gedanken möchte ich Ihnen einen gesegneten Sonntag wünschen und eine gute kommende Woche. Alles Gute jetzt, wenn die Ferien enden.